Zeit. Es geht weiter mit der Nummer 9 inzwischen von den Übungen von Friedrich Wieck. Und natürlich auch wieder herzlich willkommen alle, die nicht Alfred heißen oder alle anderen Alfreds, ganz egal. Im Untertext seht ihr, warum ich immer mit Alfred spreche, weil das nämlich sozusagen der war, der diese Idee in die Welt gebracht hat. So, es geht bei dieser Nummer 9 um Terzenübungen, eigentlich eine relativ gängige Terzenübung, einmal im Kreis im Fünftonraum zu spielen. Friedrich Wieck schreibt dazu, die Terzen genau zusammen anschlagen und binden, genau zusammen anschlagen. Das ist eben genau das Problem bei Terzen immer. Also meine Erfahrung ist, Terzen muss man üben und andererseits Terzen muss man immer wieder üben. Ja, das heißt, das ist jetzt eine Terzenübung, aber glaub bitte nicht, wenn du diese Terzenübung drauf hast, dass du an der nächsten Stelle, wo du Terzen spielst, es von selbst kannst, weil jede Situation ist ein bisschen anders und es ist tatsächlich schwierig, die Hand immer wieder auf die richtige Art zu balancieren, dass die Terzen tatsächlich im gleichen Moment die beiden Töne erklingen und nicht eben irgendwie hinterher klappern, was sehr, sehr leicht passiert. Das heißt jetzt nicht, dass die Terzenübung umsonst ist, nur deswegen, weil man sie immer wieder von vorne üben muss, beziehungsweise immer wieder üben muss, wenn Terzen vorkommen, sondern wenn du einmal das im Griff bekommen hast, diesen Anschlag zu steuern, dann hast du das Werkzeug für die nächste Passage. Aber es ist eben doch anders als bei Tonleitern, meiner Erfahrung nach. Tonleitern, Daumenuntersatz, solche Geschichten sind irgendwann so weit automatisiert, dass man sie tatsächlich in der Literatur, in einem Stück, was du spielst, dann auch zur Verfügung hat als Werkzeug im Wesentlichen. Bei Terzen ist es, wie gesagt, so, ist es immer wieder ein bisschen anders und immer wieder eine Herausforderung. So, interessant hier ist, dass er das Versetzen der Hand unterstützt durch diesen kleinen Sprung, also am Schluss des Bogens ein Staccato, was bewegungstechnisch bedeutet, ja, Staccato ist ja kein Akzent, bewegungstechnisch bedeutet das, dass man eben schnell loslässt und das macht man mit einem Impuls im Unterarm. Und dann ist der Arm oben und kann sich fallen lassen in diese gleiche Terz, die eben als letztes gespielt wurde, aber eben mit den jeweils nächsten Fingern, mit 4 und 2. Wenn ich hier rüberspringe auf 4 und 2, dann ist mein Daumen natürlich und die ganzen anderen Finger auch eine Position tiefer und das ist dann die Ausgangsposition für die nächste Terz. Jetzt aber aufpassen, dass du dann nicht bindest nach diesem 4 und 2, also nach dieser letzten Terz auf dem vierten Schlag, wo ja ein Akzent drauf ist, sondern da ist ja, der Bogen beginnt ja auf der nächsten 1, das heißt, du musst auf der 4 gespielte Terz dann loslassen, bevor du die nächste Gruppe anfängst. Das klingt dann langsam gespielt so. Etwas übertrieben dargestellt, ja? Also loslassen. Also wieder um das Zusammenspiel zwischen Armbewegung und Fingerbewegung. Die Finger haben diese Aufgabe, ja, sich ganz im gleichen Moment in die Tasten zu strecken oder zu senken und eben gleichzeitig. Und wenn man genau hinhört, hört man jede Ungenauigkeit. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Das war jetzt ganz schön. Diese Terz. Die war auch gut. Ja, die hat ein bisschen geklappert, die war nicht im gleichen Moment. Jetzt war sie gut. Die war überhaupt nichts.
Ja. Und die war nicht gut, ne? Das war ganz gut. Und dann am Ende dieses Bogens, den man auch mit einer leichten Gewichtsverlagerung unterstützt, ja, dass die Hand so ein bisschen das Gewicht nach außen oder immer dahin legt, wo die Terz jeweils gespielt wird. Am Ende dieser Bewegung hebt der Unterarm die Hand für das Staccato und lässt sich wieder reinfallen. In dem Fall, in dem Moment, wo die Hand wieder in die Tasten fällt, müssen die Finger einen guten Widerstand bieten, ne? Dürfen also nicht nachgeben. Hier sind sie noch sehr weich und hier brauchen wir den Widerstand. Und dann geht der Impuls nochmal nach oben, um neu anzusetzen. Also diesen Impuls hier nicht vergessen, dieser hier. Okay, das ist das mit den Terzen. Es macht durchaus Sinn, das erstmal so zu üben, wie ich es eben gezeigt habe. Also jede einzelne Terz erstmal ein Gefühl dafür zu haben, wie man diese beiden Töne im gleichen Moment anschlägt. Und wenn du anfängst, da genau hinzuhören, wirst du merken, dass es also sehr, sehr schwer ist, wirklich gleichzeitig zu spielen. Oft ist man da ein bisschen oberflächlich und denkt, naja, gut, so ungefähr war es ja zusammen. Wenn du genau hinhörst, ist es ganz schön schwer, präzise auf den Punkt zu bringen. Aber genau dafür sollst du ja deine Finger und auch deine Ohren sensibilisieren. Und dann geht es wieder weiter mit Varianten. Eine Variante, die Friedrich Wieck hier vorschlägt, ist eben diese, dass man von unten anfängt und in die Gegenrichtung spielt. Das heißt, von der Fingerfolge ist es für die linke Hand dann das, was die rechte Hand vorher gemacht hat. Denk übrigens dran, immer auswendig spielen, ne? Nicht auf die Noten schauen. Also die andere Übung wäre dann... Experimentiere wieder mit verschiedenen Bewegungsformen, experimentiere auch mit der Handhaltung. Man hat oft die Tendenz bei Terzen, die Finger sehr, sehr rund zu machen, sehr krallig zu machen sozusagen. Aber vielleicht ist es gar nicht mal die ideale Haltung. Also probiere mal von gestreckten Fingern bis zu gekrallten Fingern, alles was dazwischen ist, bis du eine Position findest, wo du die Terzen am besten steuern kannst. Da muss man wirklich ein bisschen experimentieren, dass auch jede Hand ein bisschen anders in der in der optimalen Formung sozusagen. Das hat ja mit der Handfläche, mit der Fingerlänge und so weiter, auch mit der Fingerdicke letztendlich zu tun, wie gut man bei Terzen noch zwischen die Obertasten kommt. Okay, Varianten sind hier auch wieder angesagt. Natürlich, wenn das mal geht mit dieser Grundübung, kannst du auch sowas machen wie doppelt spielen. Die Terzen auch zerlegen, also das, was man erst vermeidet zu tun, nämlich das Klappern, das eben kultivieren in beide Richtungen. Oder ja, nach dem Motto, wenn ich in die eine Richtung klappern kann und in die andere Richtung klappern kann, also quasi steuern kann, dass ein Finger früher ist als der andere, in beide Richtungen, dann habe ich auch ein besseres Gefühl für das, was in der Mitte zwischen diesen beiden Dingen ist. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss dieses Videos wieder mal ein Zitat von Friedrich Wieck. Du weißt ja, ich lese gerade sein Buch Klavier und Gesang. Und da hatte ich beim letzten Mal gesagt, als ich das vorgelesen habe, dass er diese Minuten-Idee oder diese 5- oder 10-Minuten-Idee hier propagiert. Wusste ich auch gar nicht, dass das andere auch schon propagiert haben. Ich erzähle das ja öfters, dass man diese kleinen Zeiteinheiten nutzen sollte und die eignen sich halt ganz besonders gut für Übungen auch. Und da sagt er, ich höre Sie sprechen, wozu ängstlich diese Minuten zusammensuchen wie die Stecknadeln? Wir haben täglich eine Stunde und mehr noch Zeit zum Üben, wenn wir nicht abgehalten sind. Ja,
das ist es eben, wenn wir nicht abgehalten sind. Ich verrate Ihnen hierbei von Herzen gern einige virtuosen Geheimnisse. Ja, und neben dem Geheimnis eben diese Verteilung in kleinen Zeiteinheiten über den Tag, nennt er jetzt noch zwei Geheimnisse. Das erste ist, wenn man es im Klavierspiel, wie in jeder Kunst, zu etwas Tüchtigem bringen will, so muss man täglich wenigstens etwas in der Technik dazu tun. Krankheiten und anderes Unvermeidliche brauchen immer noch genug Tage. Ja, also das ist, finde ich, ein ganz interessanter Hinweis. Er sagt ja nicht, wie damals die meisten Lehrer und viele Virtuosen auch, man muss täglich stundenlang nur Fingerübungen üben, sonst verliert man auch die Technik wieder, sondern täglich etwas, aber eben nur etwas. Deswegen sind seine Übungen ja auch im Gegensatz zu den ganzen berühmten Übungen aus dieser Zeit so super kurz. Ja, die sind ja oft nur, na gut, hier sind sie mal 8 Takte lang, aber viele der Übungen sind ja auch nur 4 Takte lang oder so. Und das zweite Geheimnis, man übe immer mit frischen Kräften, das bringt 10-fache Erfolge. Und mit den frischen Kräften, das bezieht er auch wiederum auf diese Minuten- oder 10-Minuten-Idee. Er sagt einfach, wenn du das so machst, dass du ab und zu mal, keine Ahnung, du wirst abgeholt und hast noch 10 Minuten Zeit oder du hast gerade das Nudelwasser aufgesetzt und die brauchen jetzt 7 Minuten oder 8, dann unterschätze nicht, dass diese Zeit tatsächlich genutzt werden kann. Genau auch deswegen, weil du in dem Moment eben diese Frische, diese geistige Frische, die er hier nennt, auf jeden Fall zur Verfügung hast. Die hast du nicht zur Verfügung nach 2 Stunden Klavierüben, wenn du dann noch eine Viertelstunde dranhängst für irgendwelche Fingerübungen. Also das will ich dir sehr ans Herz legen, auch gerade mit diesen Übungen, die so zu trainieren. Vielleicht am Morgen angucken hier, das Filmchen angucken, die Übung schon mal sich klar machen, vielleicht ein, zweimal langsam durchfingern, das dauert dann 5 Minuten zwischen Zähne putzen und Kaffee trinken. Und dann die mit durch den Tag tragen. Man kann sie auch manchmal einfach trocken machen auf dem Arm, am Abend dann nochmal üben und die nächsten Tage begleitet dich diese Übung dann. Und dann hat es tatsächlich einen Effekt, weil es sich verinnerlicht. Okay, das war's mal wieder und herzliche Grüße aus Querceto, wo ich nach wie vor bin, in diesem wunderschönen toskanischen Ort und wo morgen dann der 4. Klavierkurs 2018 zu Ende geht. Schade, aber so geht alles mal zu Ende. Aber nächstes Jahr geht es ja weiter. Ich grüße dich aus dem Süden nach dem Norden und bis zum nächsten Video.